Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 42. Lernvideo. Es wird auch wieder ein kurzes Lernvideo sein und es wird um den Transformationssatz gehen für das Integral. Und wir möchten zur Motivation uns mal die Frage stellen, wenn wir einen Quader haben im Rn und den transformieren mit einer affinen Transformation, das heißt eine Abbildung, die diese Form hat, hier ist A eine n kreuz n Matrix und Z ein Translationsvektor im Rn. Wie verändert sich dann das Volumen des Quaders? Die Frage möchten wir untersuchen. Und die erste Beobachtung, die man macht, ist, dass wenn T eine reine Translation ist, das heißt, das A ist die Identität und Z ist ein Translationsvektor, das heißt, Phi von x ist x plus c, dann stellt man fest, dass sich das Volumen nicht ändert unter der Translation. Also mit anderen Worten, wenn wir den Quader nehmen und den translierten Quader uns ansehen, dann ist der gerade durch diese Menge gegeben. Und dann stellt man fest, das Volumen von Q plus C ist einfach nach Definition ja das Volumen des Quaders. Und der Quader hat, also des Quaders Q plus C, und der hat jetzt die explizite Gestalt, dass das eben dieses n-dimensionale halboffene Intervall ist, mit linken Intervallgrenzen gegeben durch den Vektor a plus z und rechten Intervallgrenzen durch b plus z. Und weil man, wenn man das Volumen hier ausrechnet, eben immer die Komponenten voneinander abziehen muss, fällt das z raus und man kriegt einfach dann das Volumen des Quaders. Das heißt, das Volumen ändert sich nicht unter Translation. Unser Jordan-Inhalt ist translationsinvariant. So, eine weitere einfache affine Transformation ist, wenn wir eine Dilatation haben. Und das ist folgende Situation. Wir nehmen an, der Translationsvektor Z ist 0 und A ist eine Diagonalmatrix und die Einträge sind durch Lambda 1 bis Lambda n gegeben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann sowas auf einen Würfel wirkt? Zum Beispiel, wenn die Matrix in zwei Dimensionen diese Gestalt hätte. Nun, das würde bedeuten, dass man die x2-Komponente um den Faktor 2 streckt. Und aus so einem Würfel würde dann eben einer werden, der so aussieht. Okay. Und was passiert da mit dem Volumen? Nun, wir schauen uns mal das Volumen an, des gestreckten Quaders Q. Der Quader hat dann explizit diese Gestalt, wobei man die Diagonalmatrix eben auf die Intervallgrenzen a und b anwendet. Das sind ja, muss man ja komponentenweise verstehen. Und wenn man das dann ausrechnet, dann erhält man diesen Ausdruck hier. Die Beträge der Lambdas multipliziert mal mit den Differenzen der einzelnen Komponenten von b und a. Das kann man auch zusammenfassen, dann kriegt man hier einen Betrag von Lambda 1 bis Lambda n mal das Volumen von Q des ursprünglichen Quaders. Und dieses Produkt ist jetzt nichts anderes als der Betrag der Determinante von A. Ne? Die Determinante einer Diagonalmatrix ist ja das Produkt der Diagonaleinträge. Und so haben wir diese Formel hier bekommen. Also bei einer Dilatation verändert sich das Volumen mit dieser Vorschrift und da taucht eben der Betrag der Determinante auf der Dilatation. Was man nun auch noch zeigen kann, was wir jetzt aber nicht tun werden im Detail, ist folgendes: Wenn wir eine orthogonale Transformation haben, also eine Spiegelung oder eine Drehung, dann verändert sich auch das Volumen nicht. Das ist geometrisch gesehen klar, denn wenn ich so einen Würfel habe und den Würfel einfach den Würfel drehe, dann an die Formel glaube, dass das Volumen immer das Produkt der Kantenlänge ist, dann bleiben die Kantenlängen ja erhalten unter der Drehung und damit ist das Volumen auch identisch. Aber das muss man natürlich auch rigoros dann nochmal formal nachweisen. Okay, was wir jetzt nicht tun möchten. Aber wir halten fest, die Beobachtung, dass der Jordan-Inhalt invariant ist unter orthogonalen Transformationen. So, jetzt kann man auch schon den allgemeinen Fall verstehen. Wenn wir also uns eine affine Transformation ansehen, dieser Form mit einer Matrix A,
dann können wir mit Hilfe der Singulärwertzerlegung, die Sie aus der linearen Algebra kennen, die Matrix A ja zerlegen in so ein Produkt, wobei R und R' orthogonale Matrizen sind und D eine Diagonalmatrix. Und wenn man jetzt verwendet, dass man die Translations und wenn man jetzt versteht, dass orthogonale Transformationen das Volumen nicht verändern und man versteht, wie sich die Dilatation aufs Volumen auswirkt, dann stellt man fest, dass ein so transformierter Quader gerade ein Volumen hat, das durch diese Formel gegeben ist, also Betrag der Determinante dieser Diagonalmatrix mal das Volumen des ursprünglichen Quaders. Aber wenn aber diese Determinante hier ist eben dieselbe wie die Determinante von A, denn aufgrund der Multiplikationsformel von Determinanten wissen wir, dass man die Determinante dann so faktorisieren kann. Und bei orthogonalen Matrizen stellen wir eben fest, dass diese Werte hier immer plus minus 1 sind. Und wenn wir dann die Norm bilden, stellen wir fest, dass da einfach die Determinante der Diagonalmatrix dieselbe ist wie die Determinante von A, bis auf ein Vorzeichen. Und so erhalten wir dann diese Formel, die hier steht. Also Volumen des transformierten Quaders ist gerade Volumen des ursprünglichen Quaders mal Betrag der Determinante von A. Und die Determinante von A, beziehungsweise dieses A, ist gerade die Jacobi-Matrix der Transformation T. Das heißt, wir können das Ganze auch so aufschreiben. Ja, jetzt möchten wir uns dieselbe Frage ansehen für einen Diffeomorphismus zwischen zwei Mengen U und V. Also U, V sind offene Mengen und Phi ist eben eine stetig differenzierbare Funktion, die sogar eine Bijektion ist, und die Umkehrabbildung soll auch stetig differenzierbar sein. Und wir schauen uns jetzt mal einen Punkt x0 an. Und der wird auf einen neuen Punkt Phi x0 abgebildet. Und wir legen einen kleinen Quader um diesen Punkt fest. Das ist der Quader, den wir mit QH, also x0 bis QH bezeichnen. QH ist ein Quader um den Ursprung herum mit Kantenlänge H. Und wenn wir den nach x0 verschieben, dann kriegen wir gerade diese Menge hier. Und diese Menge wird durch den Diffeomorphismus auf eine Menge im Bildraum abgebildet, aber diese Menge wird jetzt kein Quader sein im Allgemeinen. Deshalb male ich hier mal so ein verzerrtes Bild hin. Das soll also das Bild sein unter Phi von x0 plus QH. Und wir möchten jetzt das n-dimensionale Volumen von dieser Menge in dem Bildraum verstehen. Und jetzt kann man, jetzt ist es erstmal eine schwierige Frage und a priori nicht klar, wie dieses Volumen berechnet werden kann. Aber wir können es näherungsweise bereits verstehen. Und dazu ist die Überlegung folgende. Wir nehmen an, dass dieser Quader, der hier steht, sehr klein ist. Das heißt, die Kantenlänge h des Quaders soll eine sehr kleine Zahl sein. Und das bedeutet, alle Punkte, die in dem Quader liegen, sind auch sehr nahe an dem Punkt x0. Und für Punkte, die nahe an x0 sind, verhält sich das Omega näherungsweise wie eine affine Abbildung. Und das ist die Aussage der Taylor-Entwicklung. Die steht nochmal hier. Wenn wir eine Taylor-Entwicklung anschauen mit zwei Gliedern und diesem Restterm, dann sagt uns diese, dass phi x in der Nähe von x0 sich ungefähr so verhält wie diese affine Funktion, die hier mit t benannt ist. Und die Approximation wird schlecht, wenn man Punkte betrachtet, die eben von x0 entfernt sind. Und das bedeutet nun, dass wenn wir uns die Frage stellen, wie diese Bildmenge des Quaders aussieht, ja, die Bildmenge, die wird für kleine Quader ungefähr so aussehen wie die affine Transformation dieses Quaders, also wie diese Menge, die hier steht. Und
Ja, wie sich Volumina verhalten unter affinen Transformationen, das haben wir uns gerade klar gemacht. Das steht nämlich hier. Dazu müssen wir die Determinante der Matrix uns ansehen, die in dieser affinen Transformation auftaucht. Und die ist in diesem Fall gerade die Jacobi-Matrix von Phi an der Stelle x0. Und davon müssen wir den Betrag nehmen. Und das müssen wir mit dem Volumen des unverzerrten Quaders multiplizieren. Und die Überlegung, diese heuristische Überlegung sagt eben nun für sehr kleine Quader, das heißt, wenn h sehr klein ist, dann wird das Volumen des verzerrten Quaders, also das Volumen dieser Menge hier, ungefähr sich so berechnen lassen. Okay, und jetzt kann man hier bei dieser Überlegung tatsächlich die Grenzwerte h gegen 0 betrachten. Und man könnte jetzt hier die ganze Menge U zerlegen in viele kleine Quader und kann auf diese Weise auch diese Bildmenge Phi U, und das heißt das V, das Volumen dieses V dann auf diese Art und Weise berechnen. Und das ist Inhalt des Transformationssatzes. Ja, den Transformationssatz sehen Sie jetzt hier. Hier schaut man sich zwei offene Mengen an, U und V, zwei offene Mengen im Rn, und sie haben einen Diffeomorphismus Phi, der U auf V abbildet. Und auf V haben sie eine Funktion f gegeben, eine reellwertige Funktion, und die sei eben Riemann integrierbar auf V. Und man stellt sich dann die Frage, nun, ich kann durch Verknüpfung von f mit Phi eine Funktion gewinnen, die dann auf U definiert ist, und die Frage ist, kann ich da das Integral dieser Funktion berechnen? Die Aussage dieses Transformationssatzes ist jetzt folgende: Die Funktion f verknüpft mit Phi multipliziert mit der sogenannten Funktionaldeterminante, das ist der Betrag der Determinante der Jacobi-Matrix von Phi bei x. Diese Funktion ist Riemann integrierbar auf U. Und weiter gilt, dass wir diese Identität haben für diese Integrale. Auf der rechten Seite haben wir einfach das Integral von f auf der Menge v. Und auf der linken Seite haben wir ein Integral dieser Komposition hier auf der Menge U. Und das ist der Transformationssatz. Ja, wir werden diesen Transformationssatz nicht beweisen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass das etwas langatmig ist und wir nicht mehr so viel Zeit haben, den Beweis zu besprechen. Und der zweite wesentlichere Grund ist, dass Sie im zweiten Studienjahr in der Vorlesung Maßen- und Integrationstheorie den Transformationssatz für das Lebesgue-Integral beweisen werden. Und das Lebesgue-Integral ist das der Integralbegriff, mit dem Sie in der modernen Analysis noch mehr zu tun haben werden. Und auch der Beweis des Transformationssatzes für das Lebesgue-Integral hat viele Analogien zum Beweis des Transformationssatzes fürs Riemann-Integral, und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn wir den jetzt hier nicht besprechen. Wichtig ist aber noch eine Anwendung zu sehen, und zwar wollen wir hier als Diffeomorphismus die Polarkoordinatentransformation betrachten, und die ist hier definiert. Die ist für einen Winkel und für einen Radius und einen Winkel definiert. Hier sehen Sie die explizite Funktionsvorschrift, hatten wir auch schon im Kapitel über Diffeomorphismen diskutiert. Für den Transformationssatz muss man die Jacobi-Matrix aufstellen von Phi, das ist hier passiert. Hier sehen Sie die Ableitung nach R und hier die Ableitung nach Alpha von Phi. Und wenn man von dieser Matrix die Determinante ausrechnet, dann kommt da einfach R raus. Hier hat man verwendet, dass Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gleich 1 ist. So, und jetzt können wir mit dem Transformationssatz so ein Integral über R2 umschreiben. Im ersten Schritt stellen wir fest, dass wir von dem R2 so einen Strahl abziehen sollten. Was ist das für ein Strahl? Das ist folgender Strahl. Wenn das hier unser Koordinatensystem ist mit x1, x2, dann nehmen wir hier diesen Strahl weg, der bei 0 startet und hier nach rechts gegen unendlich strebt. Und man stellt fest, dass eben dieser Strahl geschnitten mit einer kompakten Menge, zum Beispiel dem Träger von f, eine Nullmenge ist, eine Jordan-Nullmenge. Und daher ändert sich das Integral nicht, wenn wir hier sowas
entfernen aus dem Integrationsgebiet. Und das ist gut, denn das, was hier jetzt steht, ist in der Tat das Bild der Polarkoordinatentransformation Phi. Also das können wir hier vielleicht festhalten, das, was hier steht, das ist also Phi von, das Bild von Phi. Und jetzt können wir dann den Transformationssatz anwenden, dass es an dieser Stelle passiert. Hier sieht man die Verknüpfung von F mit Phi und hier sieht man das R aus der Funktionaldeterminante, also der Determinante der Jacobi-Matrix. Und dann bietet es sich oft an, dass man dieses Integral, das ein zweidimensionales Integral ist, als ein iteriertes Integral über eindimensionale Integrale schreibt. Was hier passiert, hat man das innere Integral als Integral über die Winkel. Dann bleibt dann die Funktion übrig, die nur noch vom Radius R abhängig ist und diese integriert man dann hier. Und hier sieht man nochmal das R aus dem Transformationssatz. So, diese Schreibweise hier und diese Identität ist besonders dann praktisch, wenn unser F radialsymmetrisch ist. Und das bedeutet, dass diese Komposition von F mit Phi nur von R abhängig ist. Und was bedeutet das dann? Nun, das bedeutet, dass man in diesem Fall den Integranten, der gar nicht mehr von Alpha abhängig ist, aus dem Integral rausziehen kann. Und dann kriegt man einfach nur einen Faktor 2π. Und das ist hier in dieser Rechnung passiert. Hier schauen wir uns in dieser Rechnung, schauen wir uns f von x gleich e von minus Norm von x Quadrat an. Das ist die euklidische Norm. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, diese Funktion hier ist nicht Riemann integrierbar, denn sie hat keinen kompakten Träger. Um die Riemann integrierbare Funktion zu bekommen, muss man hier die Indikatorfunktion nehmen, einer Kugel um den Radius, um den Ursprung mit Radius R beispielsweise. Okay, das können wir hier mal tun, deshalb schreibe ich das mal hier mit rein. Also hier möchte ich noch die Indikatorfunktion dieser Einheitskugel, dieser Kugel mit Radius R mit reinschreiben. Und dann haben wir eine Riemann-integrierbare Funktion. Auf die verwenden wir den Transformationssatz an, das ist hier passiert. Wenn wir die Funktion hier einsetzen, stellen wir fest, ja, der Integrant hängt nicht von Alpha ab, weil das eine radialsymmetrische Funktion ist. Das können wir dann rausziehen, den Integranten, dann bleibt das Integral von 0 bis 2π übrig. Da haben wir die 2π, die da rauskommen. Und dann haben wir hier den Integranten. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass wir hier, dass die Funktion 0 ist, wenn Betrag von x größer ist als r, dann stellen wir fest, dass wir einfach das Integral bekommen von 0 bis groß r. Und dieses Integral können wir jetzt mit Hilfe der Stammfunktion um den Hauptsatz der differentialen Integralrechnung ausrechnen. Die Stammfunktion ist nämlich hierdurch gegeben, wie man durch Differenzieren leicht nachprüfen kann. Und wir müssen das an den Integralgrenzen auswerten und erhalten dann diesen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist also 2π minus 1/2 e von minus groß R zum Quadrat plus 1/2 e von minus 0 Quadrat, und das ist 1. Dann bleibt dieses hier übrig. Und dann stellt man fest, wenn man jetzt das R gegen unendlich gehen lässt, das heißt hier zum uneigentlichen Riemann-Integral übergeht, dann konvergiert dieser erste Term hier gegen 0 und es bleibt einfach Pi übrig. Und was man hier eben gezeigt hat, ist, dass was man dann eben auch machen kann, indem man die Indikatorfunktion löscht, dass dann dieses Integral von dieser Funktion über R2 gerade Pi ergibt. Und die Warnung ist eben, dass man die Integrale hier als uneigentliche Riemann-Integrale verstehen muss. Okay, mit dieser kleinen Beispielrechnung bin ich am Ende dieses Lernvideos und damit ist auch das Kapitel über das Riemann-Integral abgeschlossen und in Übungen werden Sie ganz viele Integrale noch ausrechnen dürfen. Bis zum nächsten Mal.